Deutsche Schulen im Ausland haben einen guten Ruf. So gut, dass es nicht immer ganz einfach ist, dort einen Platz zu bekommen. Früher waren die deutschen Schulen eigentlich darauf ausgerichtet, die Kinder der Deutschen, die im Ausland leben, aufzunehmen. Aber daran hat sich mittlerweile einiges geändert. In der Deutschen Evangelischen Oberschule in Kairo zum Beispiel gibt es derzeit 1250 Schüler. 757 davon, also über die Hälfte, sind Ägypter. Man feiert also zusammen das, was es im Augenblick zu feiern gibt, denn die renommierte Bildungsanstalt in der ägyptischen Hauptstadt wird derzeit 125 Jahre alt. Kairo, die Metropole Ägyptens. Unweit des Nil im Stadtteil Doi liegt ein Stück Deutschland, die Deutsche Evangelische Oberschule, DEO. Die DEO ist aber keine typische deutsche Schule im Ausland. Sie versteht sich in erster Linie als Begegnungsstätte. Über 1200 Schüler sollen Toleranz im Umgang mit der unterschiedlichen Kultur lernen. Vor allem versucht das Schulmanagement, die Identität der Ägypter zu wahren. Deshalb wird jeden Morgen um 7 Uhr das Beledi, die ägyptische Nationalhymne, gesungen. Uns kommt es darauf an, dass wir voneinander hören. Das ist der erste Schritt. Wir sind nicht dazu nah, irgendwo missionarisch tätig zu sein. Ich denke, dass ein guter Unterricht der Begegnung ernst nimmt, die verschiedenen Standpunkte erstmal klärt, ohne den anderen überzeugen zu wollen. Und das heißt vor allem Respekt vor dem unterschiedlich gelebten Glauben. Im Schulgebäude gibt es eine ökumenische Kirche und eine Moschee für die Schüler muslimischen Glaubens. Auch der Religionsunterricht findet getrennt statt. Wir hatten noch nie irgendeinen religiösen Konflikt zwischen den einzelnen Klassen oder so. Wir verstehen uns sehr gut. Das ist überhaupt kein Thema hier. Und so auf der Straße, ich meine, die Deutschen sind sehr beliebt hier in Ägypten. Die Erziehung an der DEO beginnt mit 3 Jahren im Kindergarten. Es folgen 12 Schuljahre, die je nach Wahl mit dem deutschen oder dem ägyptischen Abitur enden. Die Ausbildung gilt als die beste und die härteste in Ägypten. Der Anspruch ist hoch. 38 Wochenstunden hat der kleine Ägypter auf seinem Stundenplan. Schon in der ersten Klasse findet der Unterricht in Deutsch und in Arabisch statt. Später folgen Englisch und Französisch. Ein ehemaliger Schüler erinnert sich. Die Ausbildung hier gibt ihnen ein sehr breites Horizont. Sodass man wirklich nicht nur von der Sprache her was mitnimmt, sondern auch kulturell sehr viel mitnimmt. Weil das ja, wie Sie wissen, eine Begegnungsschule ist. Man kommt sehr viel mit Ausländern in Kontakt und ist dann in der Lage, mit allen Nationalitäten zu arbeiten und mit ihnen also zu leben. Der Grundstein für Toleranz, Begegnung und Freundlichkeit wird also schon in jungen Jahren gelegt. Und so wurden auch wir nach einem langen Drehtag rührend verabschiedet.